Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung möchte ich euch zeigen, wie man seinen Blutalkoholgehalt selbst ausrechnen kann, beziehungsweise wie man errechnen kann, wie viel Alkohol man verträgt. Das Ganze ist natürlich ohne Gewähr. Die Berechnung erfolgt nach der sogenannten Wittmaack-Formel. So, als erstes habe ich euch die Formel dazu hier mal aufgeschrieben. Der Blutalkoholgehalt wird in Promille angegeben und das ist dann gleich Alkoholmenge in Gramm geteilt durch, Klammer auf, Körpergewicht mal Körperflüssigkeit bzw. der prozentuale Anteil, den ihr an Körperflüssigkeit habt und dann Klammer zu. Der erste Schritt ist jetzt, dass wir ermitteln müssen, wie viel Alkohol ihr in Gramm tatsächlich zu euch genommen habt und dafür brauchen wir eine zweite Formel. So, hier ist die Formel. Einmal braucht ihr die Menge in Milliliter, die ihr also getrunken habt. Dann braucht ihr mal, ja, Klammer auf, den prozentualen Gehalt des Alkohols. Das steht hier zum Beispiel mal hinten auf dem Bier drauf, ja, 4,8 oder sowas. Das teilt ihr dann durch 100 und das nehmt ihr mal 0,8. Ja, 0,8, das ist das spezifische Gewicht von Alkohol. Das muss man einfach kennen. Also, man gibt es genau an den 0,8 Gramm pro Kubikzentimeter. Also reichen uns hier die 0,8. Diese Zahl muss man halt einfach wissen. Jetzt wisst ihr die. Und jetzt setzen wir dafür einfach mal ein paar Zahlen ein. Gehen wir mal davon aus, dass ihr, ja, ihr habt ordentlich gebechert. Also ja, 5 Gläser Bier habt ihr getrunken. Ein Bier hat 300 Milliliter. Dann haben wir also 1500 Milliliter Alkohol. Das nehmen wir dann mal, Klammer auf, diese 4,8%, die ihr hinten immer auf dem Etikett drauf stehen habt, teilt das Ganze durch 100, macht die Klammer zu und nehmt das mal die 0,8 Gramm pro Kubikzentimeter und dann kommt ihr hier auf einen Wert von 57,6 Gramm. Das ist also die Alkoholmenge in Gramm, die ihr zu euch genommen habt, wenn ihr 5 Bier oder ja, 1,5 Liter Bier getrunken habt. So, und nun können wir uns auch wieder der Formel hier oben widmen und dafür die Zahlen einsetzen. Also die haben wir eben ermittelt. Das sind also hier die 57,6 Gramm und die teilen wir durch Klammer auf. Jetzt müsst ihr euer Körpergewicht wissen. Da nehmen wir mal meins. Ich wiege ungefähr 75 Kilo. So, dann geht es weiter, müsst ihr das mal 0,68 rechnen, Prozent. Ne, sage ich euch jetzt auch, woher die Zahl kommt. Das ist bei einem Mann ungefähr ja, die Körperflüssigkeit. Bei einer Frau ist der Wert etwas niedriger, da liegt er bei 55%, beim Mann liegt er bei 68%. Das ist auch der Grund, warum Männer eben etwas mehr Alkohol vertragen in der Regel. Und das müsst ihr hier also auch entsprechend dann einsetzen. Dann, ja, könnt ihr die Klammer zumachen und dann könnt ihr das auch schon ausrechnen. Und ja, ihr rechnet erstmal den Wert in der Klammer aus und dann teilt ihr das durch diesen Wert hier und dann kommt dabei 1,13 Promille raus. Promille ist das Zeichen hier, ähnlich wie das Prozentzeichen, nur unten eine Null mehr mit dran. Ja, so könnt ihr also ausrechnen, wie viel Promille oder wie viel Alkoholmenge ihr im Blut habt. Dieser Wert ist, wie gesagt, ohne Gewähr, aber so, um das Ganze mal zu überschlagen, reicht es. Ich würde mich dennoch nicht ins Auto setzen und losfahren, auch wenn ihr hier einen Wert ermittelt, der unter der Grenze ist. Denkt dran, wer trinkt, der fährt nicht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac Paverick.